Wenn dieses Video rauskommt, sind es nur noch etwas weniger als 2 Wochen bis zum Beginn meiner Fanfiction Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3, Heroes from Another World. Und zum Glück habt ihr nicht gesehen, dass ich gerade beim 3 sagen 5 Finger hochgehalten habe. Ja. Ich möchte heute noch über ein paar kleinere Dinge mit euch reden und kurz auf die Story etwas eingehen und das erste Grundgerüst erklären. Wenn ihr wirklich die Geschichte komplett blind angehen wollt, wobei ich euch sagen kann, dass ich jetzt natürlich keine Dinge spoilern werde oder so, die irgendwie wichtig sind, 90% wird man in der ersten Folge erfahren und sind sowieso nicht wirklich wichtig. Er sagt halt sehr grundlegend und nicht besonders. Und ich möchte auf eine neue Idee, die ich hatte, eingehen, die ein Gewinnspiel für euch beinhaltet. Also, zuerst einmal würde ich sagen, ich beginne mal mit dem Gewinnspielbereich. Denn ich möchte hierzu kurz mal meinen Kommentar, den ich standardmäßig in Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns, Reborn Hopes und Shattered Dreams, den Kommentar, den ich standardmäßig unter jedem Video hatte, einmal vorlesen. Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Reborn Hopes Shattered Dreams ist meine zweite Fangeschichte zur Pokémon Mystery Dungeon Reihe. Sie ist ein Nachfolger zur ersten Geschichte Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition, weshalb es sich aus Spoilergründen empfiehlt, diese bereits gesehen zu haben. Die Geschichte spielt in der Welt, in denen die Geschehnisse des Vorgängers in der Welt, die nach den Geschehnissen des Vorgängers von der dunklen Macht beherrscht wird. Das Team, das diese Macht einst im Zaum gehalten hatte, verlor mehrere Teammitglieder. Günther, den Hauptcharakter der ersten Geschichte, und seinen besten Freund Lord Ecke, den Auserwählten des reinen Elements. Günther hatte sich geopfert, um die dunkle Materie in ihrem ersten Abenteuer vermeintlich zu besiegen. Als Lord Ecke dann vergeblich versuchte, ihn zurückzuholen, fand das Team zwar ein neues Mitglied, doch kurz darauf übernahm die zurückgekehrte dunkle Macht die Kontrolle über den Auserwählten und wurde scheinbar unbesiegbar. Doch in dieser Geschichte entsteht neue Hoffnung. Splitter von Günthers Seele sind in der Welt erschienen und mit seiner Hilfe wäre es vielleicht möglich, die Tyrannei der dunklen Macht zu beenden. Wer der inhaltliche Fehler in der Geschichte findet, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Es ist ebenfalls erwünscht, vor der Veröffentlichung von Folgen Vermutungen aufzustellen, was später noch geschehen könnte. Ich hatte mir gedacht, es wäre halt sehr interessant zu wissen, was ihr so für Theorien habt, was in der Geschichte noch passiert. Aber darauf ist keiner eingegangen. Das kann passieren, bin ich auch nicht böse oder so. Ich habe mir deswegen dieses Mal was anderes überlegt. Am Ende jeder Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3, genauso wie in allen nachfolgenden Teilen, außer vielleicht in den letzten, da weiß ich es noch nicht, werde ich eine Frage stellen. Diese Frage wird in den meisten Fällen nicht ohne Raten zu beantworten zu sein. Ich möchte, dass ihr mal kreativ werdet und euch eben überlegt, was vielleicht passieren könnte. Ich werde mir dann, manchmal werde es aber auch Fragen, die zum Beispiel auf, ich nenne es mal Allgemeinwissen über meine Geschichten, die Vorgänger. Manchmal wird dies nötig sein. Oder man muss auch mal genau zuhören und kann aus meinem Text raushören. In solchen Fällen wie diesem Allgemeinwissen und dem Zuhören würde ich dann keine nicht richtigen Antworten gelten lassen. Wenn es wirklich darum geht zu raten, was könnte passieren, dann schätzt mal. Ich werde nämlich unter jedem Video, es würde immer eine Einsendefrist bis zum Upload der nächsten Folge geben, in die Kommentare seine Antworten auf die Frage zu schreiben. So,
warum sollte man das machen? Erstens, ich denke halt, wäre ganz cool, vor allem mal so zu sehen, was ihr denkt oder wie ihr die Story weitergeführt hättet oder was ihr denkt, wie ich es habe. Und zweitens, werde ich Punkte zählen. Jedes Mal, wenn ich einen der Teilnehmer auswähle, dass seine Antwort mir am besten gefallen hat oder dass sie eben richtig war, werde ich mir das notieren und ihm einen Punkt geben. Euch werde ich nicht sobald sagen, wer die Punkte bekommt, da sonst irgendwie, wenn zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ich könnte mir bei 4 Leuten eigentlich vorstellen, dass sie aktiv mitmachen. Und wenn einer dann irgendwie schon irgendwie die ersten 7-8 Folgen immer richtig krass wäre und ich auch immer sagen würde, ja, du hast in der letzten Folge gewonnen, dann würden die anderen auch gar nicht mehr mitmachen wollen. Es wäre ganz gut, wenn wirklich nur einer einen Kommentar schreibt, heißt das nicht zwingend, dass er einen Punkt kriegt, nur wenn mir das dann auch gefällt. Diese Punkte werde ich zählen und zusammen mit ein paar Outtakes vielleicht in einer letzten Folge nach dem Epilog auswerten. Wer die meisten Punkte hat, ich meine, ich kann jetzt kein fettes 1000 Millionen Euro Porsche Giveaway machen. Aber meine Idee war, sozusagen, da man sich durch sowas auch als Fan der Reihe auszeichnen kann. Übrigens, wenn ihr mal eine Folge dann nicht rechtzeitig kommentieren könnt, um mitzumachen, ist das noch kein Grund aufzugeben. Ihr werdet genug Chancen haben, um Punkte zu sammeln. Und ich habe mir gedacht, als Preis für denjenigen, der die meisten Punkte am Ende hat. Ich habe ein paar Möglichkeiten im Kopf überlegt. Viele haben mir nicht wirklich gefallen. Zum Beispiel, dass in Nachfolger dann derjenige, der gewonnen hat, die Folgen einen Tag vorher bereits als nicht gelistet über einen Link zugeschickt bekommt. Das mache ich nicht, weil ehrlich gesagt, ich hab bei den Virus-Editionen einen sehr, sehr strikten Zeitplan. Ich würde es nicht schaffen, die Folgen einen Tag früher fertig zu haben. Aber die Textdatei für das nächste Kapitel könnte einen Tag früher rausgehen, sage ich mal. Auf Deutsch, wer gewinnt? Wer jetzt in Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3 Heroes from Another World die meisten Punkte am Ende hat, übrigens werde ich ein bisschen hier auch nochmal so kurz zusammengefasst, das vor der ersten Premiere gerade haben zur ersten Folge, damit ihr, die das hier nicht sehen, auch eine Chance habt. Und zwar, jedenfalls denke ich das, bekommt der Gewinner, sobald Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 4, was ja auch bereits klar ist, dass es kommt, genau wie 5 und 6, der Gewinner wird als kleinen Preis immer einen Tag bevor die Folge hochgeladen wird, in die nächste Folge bereits eine Word-Datei mit dem Kapitel geschickt bekommen. Somit wird er am Ende erstens eine vollständige Datei der Geschichte haben und eben kann sich die Story jedes Mal bereits einen Tag früher angucken. Die Sache ist dann natürlich auch die, wenn das Gewinnspiel würde wieder stattfinden, genauso noch einmal. Deswegen derjenige, der gewinnt, wäre dann halt beim nächsten Mal etwas gehandicapt. Weil dann in dem Moment, in dem ich das Kapitel verschicke, die Einsendefrist für denjenigen natürlich enden würde, weil er die Antwort sonst vermutlich einfach nachlesen könnte. Die Fragen sollen nämlich wirklich welche sein, die in der nächsten Folge beantwortet werden, wenn es eben welche sind, die nicht gerade so Allgemeinwissen sind über die Geschichten. Wenn es noch irgendwelche Fragen zu diesem Gewinnspielprinzip gibt, dann schreibt sie in die Kommentare. Jeder kann mitmachen. Schreibt eure Antworten dann in die Kommentare. Werdet kreativ. Überlegt ein bisschen. Und nun geht es noch etwas um die Story
von Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3, Heroes from Another World. Im Kurzen und Ganzen möchte ich jetzt zusammenfassen. Diese Geschichte wird von der Atmosphäre her, sie wird allgemein. Ich habe sie ja logischerweise schon komplett geschrieben, ansonsten könnte ich das nicht so locker sagen, wann die online kommt. Okay, ehrlich gesagt, ich hatte die Bonus-Story der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 1 noch nicht fertig geschrieben, als ich das Finale hochgeladen habe. Naja, aber die Geschichte ist fertig geschrieben. Ich weiß, wie lang sie wird, ich weiß, was wann passiert. Das sollte man auch mal hoffen vom Autor. Ja. Und die Geschichte wird wirklich sehr anders als die anderen Teile. Denn, wie ihr bereits wisst, durch den allerersten Teaser, die beiden Hauptcharaktere sind deutlich jünger als in den anderen beiden Geschichten. Bulbi und Shinux. Ein Bisasam und eben ein Shinux. Zwei Mitglieder der Hubbelupf-Gilde. Die Welt, in der sich das Ganze abspielt, ist eine Parallelwelt. Oder wie es in meiner Geschichte genannt wird, Zweigwelt. Zur Welt der ersten Teile. Die aber, für die, die es nicht wissen, Spoiler-Alarm zu den ersten beiden Geschichten, nicht im allerbesten Zustand ist, vielleicht. Ja. Und in dieser Geschichte werden die beiden, die eigentlich in der Hubbelupf-Gilde, dem Gegenstück zur Knuddelupf-Gilde, in Schmuckstadt, was das Gegenstück zu Schatzstadt ist. Sie arbeiten eigentlich eben in dieser Gilde, aber diese Arbeit wird sich unterbrechen. In einer Nacht, in der Bulbi in ihrem Traum eine Nachricht erhält. Sie wird zusammen mit Shinux aufbrechen, um auf jedem der drei Kontinente des Landes ein Pokémon zu finden und ein Team zu bilden und anschließend ein Pokémon zu finden, das anscheinend die Zerstörung der Welt überlebt hat. Hierfür müssen sie über das Meer reisen, zum Eiskontinent, zum Waldkontinent und zum Inselkontinent. Was die Reise wirklich mit sich bringen wird, wer die Pokémon sein werden, die sie finden müssen, ob sie es schaffen werden, die andere Welt wieder zu beleben. Und wer den Teaser gesehen hat, was vielleicht hinter Shinux steckt? Das wird man alles nur erfahren, wenn man anschaltet. 11. September, 20.15 Uhr, die Premiere zur ersten Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Wir sehen uns. Das war's für heute. Ich hoffe, doch eine Sache habe ich vergessen zu sagen. Zu den Charakterbriefen, die ich ja habe. Und zwar habe ich mich jetzt letztendlich entschieden, im Vergleich zu der Version, die ihr im ersten Teaser gesehen habt, die Hintergründe der Bilder nicht einfarbig zu machen, sondern in der Regel mit Orten, die für den Charakter etwas bedeuten, habe ich mir jetzt gedacht. Wir sehen uns dann wieder bei der großen Reise von Bulbi, Shinux und vielleicht noch anderen. Vielleicht treffen sie auch auf so den ein oder anderen Widersacher. Vielleicht geht ihre Reise aber auch locker von der Hand. Okay, das hat mir jetzt keiner geglaubt. Macht gerne dann auch mit, wenn es an die Quizfragen geht. Ich will sehen, was ihr denkt. Wir sehen uns bis zum 11. September hoffentlich. Oder schon vorher, wenn ihr andere Videos guckt. Tschö.